Wieso ist diese Angst so enorm da? Ich hatte echt einen Schockmoment. Ich hatte einfach nur einen Schockmoment, sage ich euch. Und ich war wirklich am Zittern. Ich konnte gar nicht mehr klar denken. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Für mich geht es jetzt gleich oder jetzt zu meiner Frauenärztin. Ich schaue nur einmal kurz noch auf die Uhr. Doch später als ich dachte. Ich freue mich auf diesen Termin. Ich habe gleichzeitig Angst. Ja, totales Gefühlschaos gerade so. Vor allem, weil ich auch nicht weiß, was auf mich jetzt zukommt. Ganz normale Untersuchung. Ich weiß nicht, ob die einen Ultraschall macht. Und vielleicht erinnert ihr euch beim letzten Ultraschall, wo es um den Hämatom ging. Da hat sie das Baby gar nicht beachtet. Also mir gar nicht gezeigt. Es wurde nicht an den Herzschlag geschaut und gar nicht. Und ich habe dann immer so ein komisches Gefühl. Ich habe halt auch ein bisschen Angst, dass das Herz nicht schlägt und ja, Mädels, also ich würde mir einfach nur wünschen, dass sie nach dem Baby guckt. Ich muss ja extra immer 40 Euro zahlen, wenn ich denn möchte, dass sie einen Ultraschall macht. Da besteht sie auch drauf und sonst macht sie nur diese 3 Ultraschalls in der ganzen Schwangerschaft. Eins hat sie bisher gemacht. Und seitdem habe ich mein Kind auch nie wieder gesehen. Ja, ich hoffe, dass alles so gut ist. Ich fühle mich auch so ganz wohl. Ja, was soll ich euch sagen? Also heute wäre nämlich kein Ultraschall, sondern erst in 4 Wochen. Und das nächste Mal dann ja auch erst wieder in 8 Wochen. Das heißt insgesamt in 12 Wochen. Also jetzt in 4 Wochen und dann nochmal in 12 Wochen. Meine ich. Bin mir nicht so ganz sicher. Egal, was erzähle ich euch? Ich fahre jetzt los. Ich stehe nämlich vor der Garage noch. Fahre jetzt los zu meiner Frauenärztin. Und ja. Geblutet habe ich nicht mehr. Genau, falls ihr euch fragt, wie ist es denn mit dem Hämatom? Ich hatte erst geblutet. Da beim Ultraschall hat man nichts gesehen. Also der Hämatom ist nicht kleiner geworden, der ist auch nicht größer geworden. Da ist gar nichts passiert. Verdacht aber, also nee, also sie ist ja sicher, dass das vom Hämatom kommt, die Blutung damals. Damals vor, keine Ahnung, ein paar Wochen, 3 Wochen oder was. Und jetzt habe ich die schon länger nicht mehr. Mal gucken, was heute gemacht wird. Ich glaube, heute geht es auch nochmal auf die Waage. Ich melde mich nachher und berichte euch. Ich bin aktuell in der 17. Schwangerschaftswoche. Nun sitze ich wieder im Auto. Oh mein Gott. Also diese 20 Minuten, das waren 20 Minuten, für mich kam das wie eine Stunde. Und nein, es war nichts mit Ausruhen und Schlafen oder so. Kenne ich nämlich von der Schwangerschaft eigentlich anders, dass ich da dann so müde werde durch dieses lange Liegen und auch schon mal eingenickt bin, ja. Ich hatte so Panik, ihr habt es gesehen, es war die ganze Zeit auf 0. Mal ist es auf eine 1 gesprungen, aber sonst die ganze Zeit 0. Und sonst ist einfach nichts passiert. Ich habe auch keinen Herzschlag gehört oder sonst was. Es war einfach total komisch. Und für einen Moment dachte ich wirklich,
Nein, kann doch nicht sein, es ist doch nicht vorbei, oder? Und sie machen ja auch keinen Ultraschall. Also vorher wurde ich gefragt, ob ich einen Ultraschall haben möchte, 40 €. Und ich so, nee, wir machen das, was geplant ist, ne, vorgegeben ist. Und ich sag's euch, also ich kam, als die Helferin kam, um das Ganze abzumachen, mir war die ganze Zeit so kalt, so kalt, ich vor Angst, glaube ich, aber auch, also vor Angst vor, ob mir wirklich kalt war, ich habe keine Ahnung, ist sogar jetzt noch so ein bisschen komisch, weil es war für mich irgendwie so ein Schockmoment. Und dann war ich bei der Ärztin und sie hat mich gefragt, ob alles okay ist. Und ich meinte nur, soweit ist alles okay, schwanger fühle ich mich nicht. Und da meinte sie, ich soll Kabine 1 gehen. Ich so, machen wir einen Ultraschall. Und die so, wir gucken nur mal ganz kurz. Und ich da, in dem Moment dann, ich bin zur Kabine gegangen. Dauert dann nochmal, bis die Ärztin auch nochmal kommt, ne? Aber ich hatte so Kopfkino, weil ich mir dachte, jetzt, ich habe ja gar nicht bezahlt für einen Ultraschall, die will bestimmt gucken, ob das Herz noch schlägt. Ich spüre mein Kind auch nicht. Also 17. Schwangerschaftswoche, ja, da habe ich tatsächlich die Louis gespürt. Und ich spüre einfach null. Das war echt so ein Schockmoment. Auf jeden Fall, Ärztin kam dann, ich auf dem Stuhl, ey, mir wurde noch kalt, ich war schon am Frieren. Ich meine, ich lag da ja auch ohne, ne? Aber mir war so kalt vor Angst wahrscheinlich, wirklich. Dann hat sie ganz kurz geguckt und meinte nur, Kind liegt mit dem Kopf nach unten. Okay, es bewegt sich. Und dann hat sie auch wieder rausgenommen, das war's. Also mehr war auch nicht, ne? Aber als sie gesagt hat, das Kind bewegt sich, oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Ich konnte mich auch nicht mal richtig freuen, weil ich so geschockt war, ne? Jetzt gerade denke ich mir nur, boah, Gott sei Dank ist alles gut. Ich weiß doch, dass alles gut ist. Ne? Wieso mache ich mich da verrückt? Wieso ist diese Angst so enorm da? Ich hatte echt einen Schockmoment. Ich hatte einfach nur einen Schockmoment, sage ich euch. Und ich war wirklich am Zittern. Ich konnte gar nicht mehr klar denken. Ja, jetzt bin ich aber nur noch froh, wenn ich zu Hause bin. Ich gehe Melina abholen, die ist bei einer Freundin. War total heute Morgen total froh, also happy, die total in der Spur. Mama, bringst du mich heute hin? Ich so, ja, die hat sich so gefreut auf ihre Freundin nach der Kita. Und ja, die hole ich jetzt ab. Ist nämlich noch recht früh, noch keine 18 Uhr. Ich habe gesagt, spätestens 18 Uhr bin ich da. Ja, und sonst wurde geimpft gegen, sagt mal schnell, Grippe und Blutabnahme. Boah, das hat irgendwie wehgetan, keine Ahnung. Heute bin ich einfach nur, also mir geht's super gut, ne? Also ich will ja nicht sagen, dass mir nicht schlecht geht oder so. Ich will, also alles gut und schön. Ich freue mich so sehr auf mein Baby. Also, ich habe euch schon vor 2 Tagen erzählt, dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt erst die Schwangerschaft genießen kann. Und jetzt, nachdem ich weiß, dass mein Kind sich bewegt hat, oh mein Gott, ich freue mich. Und ich glaube, das kommt erst später heute Abend, wenn ich dann im Bett liege oder so. Ich freue mich enorm. Ich freue mich enorm. Und oh mein Gott, wenn wir das Geschlecht erfahren, wir wollen es ja nicht wissen. Wir lassen es schreiben, irgendwie in einem Umschlag oder was. Wir wollen ja eine Party machen. Das habt ihr euch gewünscht. Das haben wirklich ganz viele von euch gewünscht. Und deswegen lassen wir uns diesmal nicht bei der Geburt überraschen, sondern wir machen es so, wie ihr es euch gewünscht habt. Wir machen eine kleine Party und Carlos und ich erfahren das dann an diesem Tag. Eine Freundin soll dann für uns was vorbereiten. Ich bin ja jetzt schon aufgeregt, ne? Ich freue mich auf diese ganze Zeit. Ich freue mich auf diese ganze Kugelzeit. Ich freue mich, dass ich das Ganze nochmal erleben darf. Das ist gerade wirklich so ein Wow-Moment, versteht ihr? Es ist einfach wunderschön und ja, bald halte ich schon meinen kleinen Jungen im Arm, wenn es denn ein Junge ist. Ich weiß, ich denke, die Mary dreht durch. Ich weiß es natürlich nicht, aber doch, ich weiß es. Innerlich. Innerlich seit Tag 1. So, Mädels, ich fahre nach Hause. Ich möchte auch nur meine Familie noch in den Arm nehmen, denen sagen, dass alles gut ist. Und vermisse meine Familie jetzt. Ich melde mich einfach gleich nochmal bei euch.
Ich bin zu Hause, sitze hier auf der Treppe. Also, ja, nochmal zusammengefasst, mir geht es richtig gut. Die Frauenärztin, die war zu mir richtig nett, muss ich sagen, auffällig nett. Als sie reinkam, hat die sich so ein bisschen aufgeregt. Ich dachte mir, okay, oh, die ist schlecht gelaunt, weil sie meinte, sechs Leute hätten, die einen Termin heute gehabt hätten, die sind einfach nicht gekommen und das findet sie total blöd. Und ich habe ihr halt gesagt, wieder, das ist schon echt ärgerlich, ne, weil da nimmt man ja jemand anderen den Platz weg und generell ist ja einfach blöd. Ne? Also sechs Leute sind ja doch schon viele. Ja, konnte ich total nachvollziehen. Und sie sagte, ja, wenn man den Termin noch nicht wahrnimmt, ich habe euch allen was gegeben, da musste man unterschreiben, da müsst ihr bezahlen und bla bla bla. Das aber so typisch sie, ne? Also wenn es um Geld geht, oh mein Gott, ne? So, ja, auf jeden Fall zu mir so selbst war sie echt mega lieb. Genau, dann Ultraschall, hatte ich euch erzählt, die hatte nur ganz kurz geguckt, das habe ich dann auch nicht bezahlen müssen. Und sonst Blutabnahme, genau, hat sie gemacht, wahrscheinlich um die Eisenwerte zu prüfen. Ich weiß nicht, das letzte Mal ist ja schon ewig her, das war ja wirklich ganz am Anfang, vielleicht deswegen vermute ich. Und jetzt habe ich einen neuen Termin gemacht, heute genau in 4 Wochen. Muss ich dem Kalitus noch sagen, weil die Uhrzeit ist ein bisschen früher wie heute. Ging einfach nicht später und ja. Ein Marathonlauf sein an dem Tag, aber anders ging es nicht. Und eigentlich, jetzt fällt mir ein, Mist, da sind wir im Urlaub. Also wir haben noch nicht gebucht, wir wollten tatsächlich im Urlaub, wir haben noch nicht gebucht, weil das mit dem Nachbuch so, das war uns alles noch so ein bisschen, wo wir gesagt haben, komm, dann buchen wir nicht, wir müssen das Ganze spontan machen. Das haben wir noch nicht gebucht, ich muss das gleich mit ihm besprechen, weil an dem Tag sind wir eigentlich im Urlaub. Aber da wir sowieso einen Tag später TÜV-Termin haben, heißt das, wir müssen ja sowieso an diesem Tag, wo ich Termin gemacht habe. Also ich drehe gerade durch, ne? Dann hätte ich meinen Termin ja auch, hätte ich auch morgens hingehen können. Naja, okay, also wird kein Marathontag. Ich habe genug Zeit für den Arzttermin. Vielleicht gehe ich dann auch sowieso ein bisschen früher. Genau. Beim nächsten Termin in 4 Wochen, das ist echt eine lange Zeit, ne? Aber ich glaube, also in 4 Wochen, bin jetzt 17, bin ich 21. Woche und spätestens bis dahin wird man das Kind auf jeden Fall spüren. Also ich denke, in den nächsten Tagen ist es dann soweit. Ich berichte euch auf jeden Fall. Aktuell ist es aber nicht so. Ich spüre wirklich gar nichts. Also meistens bewegt es sich ja sehr, wenn man still ist, beziehungsweise abends, wenn man schlafen möchte, man liegt im Bett und ich möchte meine Ruhe, dann haben sie sich immer bewegt. Genau, das weiß ich immer noch ganz genau, das wirklich täglich. Und deswegen, vielleicht gucke ich mal heute Abend, da muss man so ein bisschen bewusster drauf achten. Ne? Genau. In 4 Wochen, da wird das große Ultraschall gemacht und da schaut sie dann ja auch nach dem Geschlecht und das schreibt sie dann auf in einem Zettelchen, das haben wir heute so besprochen, das legt sie mir dann in den Brief, in den Umschlag, das bringe ich dann alles mit an dem Tag und das gebe ich dann meiner Freundin und meine Freundin, die wird dann sich was überlegen. Ich weiß zwar nicht, was sie da vorhat, aber ich glaube, sie hat vielleicht schon eine Idee. Also da gibt es da vieles, ne? So ein Luftballon, wenn die dann kaputt machen, dann kommt da blau oder rosa. Das Ganze, ich sag mal ein paar Ideen. Ich denke mir, die sieht dieses Video,
Dann gebe ich doch gleich mal ein paar Ideen. Dann gibt es zum Beispiel Kuchen, die man aufschneidet, dann ist er blau oder rosa. Einfach nur einen Karton, den du aufmachst und Luftballons kommen raus, blau oder rosa. Da gibt es ja ganz, ganz viele Ideen. Ich hoffe, dass sie eine coole Idee hat, weil ich will das ganze Jahr filmen und ich möchte einfach, dass es ein cooles Video wird. Ja, an dieser Stelle würde ich dann auch das Video beenden. Ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat und wir sehen uns dann morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss!